Wenn du das Radio ausmachst, dann wird die Scheißmusik auch nicht besser. Ein Satz, den man schmunzelnd gerne ganz wörtlich nehmen kann, der aber auch wunderbar funktioniert als Metapher für das Ausblenden von Missständen ganz allgemein. Wenn du das Radio ausmachst, dann wird die Scheißmusik auch nicht besser. Er stammt von Ketka, einer der prägendsten Bands des Landes, der beweist, dass Popmusik mehr sein kann als die Klangtapete aus dem Radio. Umso schöner, dass auch ihr fünftes Album es wieder in die deutschen Top Ten geschafft hat und dass sie es heute Abend zu uns geschafft haben. Hier sind Ketka. Herzlich willkommen. Und bei mir sitzt Markus Wiebusch. Ich versus wir ist ja wie immer bei euch auch ein politisches Album, diesmal aber explizit politisch. Und als, sagen wir mal, erfahrener Songschreiber wusstest du auch, dass manch ja das nicht gut finden würde. Zu moralistisch, zu Wohlfall vielleicht. Aber du sagst, ihr müsst es trotzdem so machen. Warum? Ja, wir haben uns nach dieser fünfjährigen Pause, die wir uns ja begeben haben, auch schon gefragt, was für ein Album wir eigentlich jetzt noch machen wollen. Und nach diesem ganzen Menschenleben, Tanzen, Weltschwachsinn war uns relativ schnell klar, dass es irgendwie was anderes werden muss, was sonst so in der Musiklandschaft da ist. Und es ist ein sehr politisches Album geworden, das halt sich, glaube ich, mit den Zuständen dieser Zeit sehr stark auseinandersetzt. Nun hat sich aber tatsächlich, zumindest in deiner Einstellung, auch was verändert. Also die alte Punkzeit, wo ihr noch die Moralaposteln und die Hippies und so weiter, damals nannte man es Gutmenschen, verurteilt habt für ihre wohlfeile Kritik, die findet ihr heutzutage gar nicht mehr so schlimm. Woran liegt das? Weil ihr jetzt selber euch auch als Moralapostel fühlen wollt? Gerne? Oh ja, ich möchte mich gerne als Moralapostel fühlen. Nein, es ist einfach so, erstmal wird man natürlich älter, man wird milder, man kriegt Kinder. Das ändert natürlich sehr viel. Ich bin nicht mehr der zornige junge Mann, der ich damals war. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns auch bei diesem Album auch der unbequemen Tatsache gestellt haben, dass man auch mal für etwas einen Song machen oder Songs machen muss für etwas. Und da kommst du auch ganz schnell auf Leute, die noch irgendwas wollen in dieser Welt, jenseits von Apathie und Zynismus. Und für diese Leute, die werden dann immer so als Gutmenschen belächelt, aber wir wollten uns mal ganz bewusst für diese Menschen einsetzen, weil wenn man es ganz genau betrachtet, ist Gutmenschentum das dümmste, schlimmste Wort, das es gibt, gerade im deutschen Wortschatz, weil es wird eigentlich nur noch von rechten Vollidioten benutzt. Und da wollten wir uns natürlich partout von abgrenzen, aber in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade und da kriegen wir auf den Deckel und Lob und ja, so soll es sein. Hast du das Gefühl, also ja, das bringt was? Also hast du eine Hoffnung? Weil es gibt ja immer mehr Menschen, auch Künstler, die sich politisch engagieren. Mhm. Jetzt in Trumps Amerika, aber auch in Deutschland. Und trotzdem hat man oft dann doch das Gefühl, man predigt dann doch immer wieder nur zu den Bekehrten. Ja. Wie ist deine Hoffnung? Also ich frage mich immer, was die Alternative ist. Also Zynismus ist keine Alternative, Apathie oder so ein Eskapismus. Was soll das bringen? So, wir versuchen schon, Sachen außerhalb unseres linken Milieus anzustoßen, zu erreichen. Wir sitzen jetzt hier, wir spielen auf den größten Festivals im nächsten Sommer. Wir sind, glaube ich, außerhalb so einer Preaching to the Already Converted Szene. Und so, dass wir schon auch das Gefühl haben, dass es nicht nichts ist, was wir machen. So gesehen kann ich diesen Vorwurf eigentlich auch nicht so ganz verstehen. Aber Fakt ist natürlich, in letzter Konsequenz macht man Musik auch immer für sich selber. Und dass man denkt, so, das ist jetzt genau richtig, das wollte ich sagen. Und das ist mein Statement zur Zeit. Der Song, der eine extreme Durchschlagskraft entwickelt hat, den wir jetzt auch gleich hören werden, heißt Sommer 89. Er schnitt Löcher in den Zaun. Der ist nun wirklich kein Song, der in der Gegenwart spielt. Im Gegenteil, er ist ja gerade keine Metapher für die Gegenwart, auch wenn man die sich dann mitdenken kann. Er ist ein Song über den Sommer 89, über DDR-Flüchtlinge, die kurz vor dem Mauerbau rübergemacht haben. Mhm. Warum musste dieser Song jetzt zum 28-jährigen Mauerfalljubiläum geschrieben werden? Ich habe den Song geschrieben, damit ich alle Leute noch mal daran erinnere in diesem Land, dass das Helfen durch Zäune ein extrem menschlicher Akt ist. Es macht uns zu Menschen, anderen Menschen zu helfen, die durch Zäune wollen. Und das sehen in diesem Land heute nicht alle so. Aber wie du auch schon richtig sagst, der Song spielt 89. Und der Song hat natürlich einige Implikationen. Er stellt einige Fragen, so, die ich natürlich nicht beantworte. Ein Popsong kann auf komplexe Fragen keine billigen Antworten geben. Aber er kann vielleicht die eine oder andere Frage stellen. Und das soll der Song. Und die Antworten werden wir uns jetzt selber suchen. Herzlichen Dank, Markus Wiebusch. Vielen Dank. Wir sehen dich dann gleich auf der Bühne wieder. Ja, und Juli C., die ja heute unser Gast war, ist ebenfalls großer Fan von Ketka und explizit auch von diesem Lied. Sie hat gesagt, Sommer 89 ist ein Song wie gute Literatur. Tatsächlich wird da einiges vereint, Geschichte, Historie, Poesie und dann noch diese Musik.
Ja, also ich bin gespannt, welche Fragen und Antworten Sie jetzt gleich finden in dem Song Sommer 89. Er schnitt Löcher in den Sound live bei Aspekte. Hier sind Ketka. Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Fort Granada. Kasselberge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien, ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen kann. Fast 400 Schilling. In Nürnberg am See checkte in der Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder, ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Oldenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah sie. Sie kam gerannt. Es war ein Sommer 89, eine Flucht im Morgenloch. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schlägt Löcher in den Zaun in meiner ungarischen Grenze. Im ersten Morgengrauen war ein Bolzenschneider nötig für Löcher. Durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell es die Kinder zuließen, bis zu den ersten Laternen. 14 Menschen, drei Familien. Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel, nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Dead Kennedys T-Shirt zu bedeuten hätte. Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater sein Wien-Stadtplan mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die drei Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedankten sich tränenreich und vielmals für alles, in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das Sächsisch war. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgenblau. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schlägt Löcher in den Zaun an einer ungarischen Grenze. Im ersten Morgengrau nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg dann die große einerseits, andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen immer hinaus ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war: Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht. Er macht eine kurze Pause und überlegt, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus. Einige lächelten milde. Jemand legte sogar sacht eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf, verließ das Zimmer. Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Fort Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgenlau. Es war im Sommer 89, und er schnitt Löcher in den Zaun. Die Kämpfe gingen und waren für Grundgesetz und freie Wahl, für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW mit sieben Sitzen, für die schlechten Ossi-Witze, kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für Besser-Wessi-Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum schnitt er Löcher in den Zaun.
Becker. Kecker und die Band wird jetzt gleich hier im Studio noch eine Zugabe spielen. Sie finden sie dann bei Aspekte online.